Nach fast 4 Jahren unter permanentem Personenschutz der Polizei ist Deutschlands bekanntester und kontroversester Rapper mit seiner Familie ins vermeintliche Paradies ausgewandert. Dubai, das Emirat am Persischen Golf. Es war vor einem Jahr, als wir zurückgekommen sind aus Dubai, es ihm so schlecht ging und ich gemerkt habe, er will eigentlich gar nicht weg aus Deutschland. Und da bin ich auch wirklich ausgeflippt. So eine Geschichte wie nach Dubai ziehen, das kommt für mich nicht in Frage.